drauf und sagen: Herzlich willkommen, es ist endlich passiert. Wir haben da so ein Paket. Ich spoilere mal kurz, was es ist. Und ihr wisst, was das bedeutet, ne? Ab jetzt könnt ihr dann eure Karten abholen. Sie sind zurück und wir schauen auf die Ergebnisse. Yeah, ich bin hyped. Hype! Intro. Erstmal viel Papier. Ein Danke mit einem Ultraball. Das sind unsere. Guck mal. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Danke. So. Ich bin ein klein wenig überfordert. Hoffe, dass die Zettel da dabei sind. We believe. In Auge. Okay, gut. Also, ich habe die ersten Karten. Da steht Package 6. Es ist gut, dass man von vorne, dass man irgendwann random zwischendrin anfängt. Ich glaube, das ist super, oder? Wie immer sehr gut verpackt in, denen, yeah. in diesen Dingen. Das ist halt mega. Da wackelt gar nichts. Da wackelt nichts. Oha. Oh, das geht ja sogar richtig satisfying auf. Okay, schauen wir doch mal. Also, Nils. Yeah. Ich bräuchte irgendwas, um es zu verdecken. Gib mir mal. Hulk? Da? Hulk. Hulk? Hulk verdeckt uns jetzt die Karten. RIP. Und unsere erste Submission ist eine JP? Japanische Pokémon-Karte. Und dann schauen wir uns doch mal die Werte an. Wie fangen wir da an? Am besten so. Surface 38 und 37. Oha. Ui, ui. 38, 37, Center. 76, 78, 83, 73, 90, 79. Jo, das was ist dein Guess? Was wird es sein? Surface, wie war das? Es kann nur eins höher sein als die schlechteste, ja. Wo du hast. Also halt dann eine 4. Eine 4? Müsste es ja dann sein, ne? Okay, wir drehen das Ganze mal um. Ja. Es ist eine 5 geworden. 5, ein Glurak. Boah, Blaine's Glurak. In JP, das ist glaube ich Dennis, meine ich. Oh, damn, Surface war anscheinend du. Surface ist kaputt. Ja, ich glaube, das war mal Dennis' Geburtstagsgeschenk von mir. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber Blaine's Glurak mit einer 5. Dann geht's weiter. Mit einer weiteren Pokémon-Karte. Da haben wir Surface 100 vorne, 87, 99, 96 vorne, 76, 88, 98, 88 hinten. 9 würde ich es noch sagen, ja. Oder? Ja, 8 ist niedrigst, na 7, aber der Rest ist recht hoch. Also ich glaube, es wird noch eine 9. Ja, 9 oder 8. 9 oder 8? Du sag, was sagst du, 9 oder 8? 8,5. Haben die 5er? Ja. 8,5. Es ist eine 9. Das schöne Vaporeon Aquana von der Pokémon Liga. Ich glaube auch, ich weiß, wem die gehört. Aber eine wunderschöne 9. Aber Surface hinten, 78. Holy moly. Ja. Vaporeon. So, jetzt kommen wir zu einem 75, 79 ist schon super schlecht. Das muss dann, glaube ich, bestimmt Alter, aber Centering. 8,5 werden. Centering 100? Holy moly. Also es gibt eine Pokémon-Karte mit 100 Centering. Edges haben ja eh weniger relevant, aber ich glaube, es ist eine 8,5. Wow, Centering. Ja, aber Surface. Centering zählt dann nicht. Surface ist ja, halt entscheidend. Oder ist es sogar nur eine 8? Was sagst du? 8,5 oder 8? 8,5, komm. Benefit 8, of the doubt, 8,5. Da wäre 200. 8,5. Genau. Und es ist eine 8,5. Oh, ah, Sky ist ein Despota. Da ist das Despota sogar. Aber holy, das kam frisch aus dem Pack. 75er Surface. Wir haben mit dem Ding ja nichts gemacht. Kai, dein Despota. Ey, aber du hast gerade mit 100er Centering. Ich habe die Karte gesehen, dachte, die hat niemals ein 100er Centering. Mm. Und wenn ich so drauf gucke, würde ich immer noch sagen, dass die leicht links-rechts ist. Aber ich weiß nicht, wie viel Relevanz das hat. Siehst du? So ja. Vielleicht minimal so. Ja, aber. Ja, Kais Despotar. So, dann die erste
One Piece. One Piece Karte. One Piece hat ja immer sehr, sehr gute Qualität. Ja, das wissen wir. Das könnte Max sein Shanks sein. Wenn ich und da haben wir hier 97, 93, 97, 97, 99, 100, 100, 100, 100. Ja, mindestens eine 9. Es ist keine 10. Ja. Es ist eine 9,5, glaube ich. Ja. Und es ist... Oh, eine Brutus Winner. Nice! Ja, war auch eine von uns. 9,5, die Pre-Release Winner, Nani Vivi. So, ich hol das nächste Package. Yeah. Das nächste Package beinhaltet. Aber wie war's? Bis jetzt haben alle Chrome. Alle haben bis jetzt das Chrome-Label. Ja, alles Chrome-Label. So, die erste Pokémon-Karte, die wir haben. In dem Bundle. In dem Bundle ist, gucken wir mal auf die Gradings. Oh, hat gar keins. Ah, es war authentifiziert. Ist nur authentifiziert und wurde ein Glurak. Ich war eigentlich immer der Meinung, dass es irgendwie bemalt ist. Also wieder was von euch. Aber ja, ein wunderschönes Glurak in einem wunderschönen Case. Die 100 von 97. Sehr schön. So, weiter geht's. Die nächste japanische Karte hat 92, 91. Holy. Das ist ja gut. 94, 91. Das ist Centering 100, 100. Corners 100, 100. Ich glaube, das müsste dann eine 9 oder 9. 9, 9 nein, eine 9. Eine 9. Es ist eine 9. Ich gebe 9,5. Sagst du 9,5? Benefit of the doubt, jawohl. 9,5 und es ist... eine 9,5. Das war das Backhead, was früher mal eine 10 war. Aus dem ganz alten Case. Erinnerst du dich von Danny? Ah, ja. Holy moly, das ist schon ein paar Tage alt, ne? 2000, der Pokémon Neo Discovery Japanisch. Das ist richtig. Das ist tasty. Das ist richtig cool und vor allem es glitzert so schön. Ja. Das ist richtig, richtig cool. Ja, brauchen wir nicht lang reden. Ich weiß, wem die Karte gehört. Das ist auch Dennis. Ah, ist es. Das ist der Kirito. Ah. Der Kirito, was hat denn der Kirito? Wir können ja gucken mal. Oh, 10. Ja. 10. I guess 10. Und es ist die 10, Marshall. Oh, ist eine Mikasa. Gar kein. Wie komme ich eigentlich auf Kirito? Ist eine Mikasa. Ja, klar ist es eine Mikasa. Stimmt. Da freut sich der Danny bestimmt richtig, wenn er das. Das ist auch eine wunderschöne Karte. Oh, der Swirl, Alter. Die wunderschöne SP mit dem Herz. Ja, das nächste Package ist leer. Ich hole mal weitere Karten. Und natürlich für alle da draußen, ne, die Dinger zu schön zurück zu AOG schicken. Die freuen sich immer wieder, wenn sie die wiederbekommen. Weil, das ist halt praktisch. Ja. Nächste Package. Package 5. Package 5. Oh, da sind One Piece Karten. Springen mir One Piece Karten ins Gesicht. One Piece Karte Nummer 1. Ist ein 99,90, 91, 91, 99, 100, 100, 100. Also es wird eine... Mindestens eine 9,5, oder? 9,5 würde ich sagen, weil die Rückseite schon viel schlechter ist. Surface spielt ja die meiste Rolle. Und 9,5 wird es. Nur welche Karte es ist, sehen wir jetzt. Ich sag Manga Shanks. Manga Shanks? Nochmal eine Pre-Release-Winner. Nochmal eine Pre-Release-Winner-Karte. Sehr, sehr cool. Vivi, die zweite... So, aber gut, beide 9,5. Mm-hmm. Ich hätte mich über eine 10 wahrscheinlich gefreut. Aber nächste One-Piece-Karte. One-Piece, sehr, sehr gute Qualität, haben wir schon mal gesprochen. Dann gehe ich mal mindestens von der 9 aus. Mindestens 9, ja. 87, 96. Wie? Rest relativ stark. Bis auf die Edges 98, das wird auch eine 9,5 sein. Ja. Ich sag 9,5. Ich sag 9. 9? Ja, Surface vorne ist halt schon. Surface vorne, es ist eine 9,5. Oh, ein Pre-Release-Winner Smoker. Ja, hinten war sie zu gut, glaube ich, dass es eine 9 geworden ist. Ja. Hätte 95 sein müssen, glaube ich. Aber die richtige Formel dazu werden wir nie erfahren. Pokémon. Pokémon. Schauen wir mal auf die Subgradings. Surface 82, 94, 99, 99 vorne. Mhm. Hinten 92, 94, 100, 100. Hm. 9? 9. Ja. Surface vorne ist halt schon. 9? Wow, Mewtwo Pokémon Go. Das ist ja richtig schick. Schmeckt.
Da freut sich derjenige. Hoffe ich doch. Nochmal Pokémon. Fangen wir mal an mit vorne. Subcratings. Wir haben Surface. 186, 99, 100. Back, Rückseite. 91, 85, 98, 100. Also der Centering ist schon schlecht. Ich würde auch sagen 9,5. Aber sieht man auch. Guck mal oben unten. Ja, ja. Wow, eine wunderschöne Skyla aus Shining Fates. Die ist ja super geil. Hätte ich auch gern. Jo. Die ist schick. Guck mal, der Packel ist schon wieder leer. Ab zum nächsten. Wir kommen zur Nummer 2. Wir hatten noch keine Yugi-Karte, ne? Ich glaube, wir hatten tatsächlich nur eine einzige Yugi-Karte. Das war Michaels. Ja, okay. So, dann haben wir hier die nächste Pokémon-Karte. Wir haben ein White Label, Surface 189, 92. Dann 80. Das macht es direkt zu einer 9,5, I guess. Oder eine 9 nur noch. Na, ich schätze mal eine 9. Und es ist, ein 9er Lavados. Alter, das ist super schön. Cool! One Piece. Yo, One Piece wissen wir sehr gut. 99, 99, 99, 99, 99, 94, 99, 97, 100. Ich hätte fast schon die 10 noch gesagt. Glaube ich. Ich sag 9,5, weil. Aber Surface hinten 94. Ja. Nein! Das ist so ärgerlich. Das ist ärgerlich, aber. Du hast eine fast perfekte Karte. Schade. Der hätte es verdient, die 10 zu sein, wenn der letzte Punkt, der eine Punkt auf der Surface hinten noch da wäre. Schade. Schokolade. Super ärgerlich. So, das nächste White Label, habe ich gesehen, ist eine Pokémon-Karte, Surface 189, 98, 100. Solid. Wie geht das? Wie kann die Rückseite so verschmutzt sein? Und daraus wird dann instant eine 9 oder sogar eine 8,5. 8,5 wahrscheinlich sogar eher, weil 79. Ja, es ist halt schon, es ist noch die 9 geworden und es ist ein wunderschönes Rappenreiter-Koronospar. Auch Altart. Super schick. Pokémon. 100. 86, 96, 92, 88, 98, 99, 85. 95? Ich sag auch noch die 9. Wobei, da war 79. Da war 79 Surface. Ja doch, 9,5 könnte es schon sein. 9,5 könnte es schon sein, da hast du recht. Es ist eine 9. Zapdos. Das erinnert mich irgendwie immer an so einen Chocobo aus Final Fantasy. Ja, natürlich. Der den Berg hochrennt. Auch. Es fehlen nur die Soundeffekte. Dip, 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 dip. Ich meinte eher den Chocobo schreien. Ah ja. Das Päckchen ist leer. Nächstes. Und nächste. Pokémon. Weiter geht's mit einem Pokémon. White Label. In einem White Label. 99, 72. Ja, links. Oh ja, oben unten. Guck mal, oben unten. Ja, wenn es gleich. Wobei hinten es noch gut ist. Ich bin mal vorne gespannt. 90 Stelle. 9? 9, ja. So, Centering vorne mal gucken. Holy Seraura, das ist schön. Ja. Holy. Ja, oben unten. Oben. Das ist schon viel, links, rechts auch. Könnte schon fast ein Missprint sein, wenn es so dick höher geht. Dann kommt schon unten das nächste. Aber auch ein wunderschönes Artwork. Die Crossfaust. Unser Zeraora. Sieht irgendwie aus, als hätte jemand ganz viel schauriger Heft- und Altart-Karten geschickt, wa? Ja. Nochmal ein White Label. Mit Surface. 98, 95, 99, 93. 99, 100, 187. Das wird trotzdem die 9,5 sein, glaube ich. Weil die Corners halt zu sehr reinballern und es ist eine 9,5. Das Elektroball. Ist auch cool. Der zischende Generator. Äh-äh.
Pokémon. Surface. White Label. 98, 73, 100, 97. Mhm. Eigentlich eine 10. Aber Sandring, Sandring kaputt. Nö. 98, 91, 99, 88. Also wie kann es eigentlich sein, dass vorne und hinten so krass abweichen? Ja. Ich dachte immer, das ist ähnlich. Das ist so ein Stanz. Ja, genau. So anscheinend nicht. Dann schauen wir doch mal kurz rein. Vorne, es ist die 9. Und jetzt hat, ja, sieht man am Centering, es ist wirklich einfach schief. Schön, schaurige Herrschaft. Ganz viel schaurige Herrschaft. So, wieder ein White Label, diesmal eine japanische Pokémon-Karte. Es ist Surface 98, 95, 97, 99. Nice. Das ist sehr, sehr gut. Es ist, oha. Ist das eine 10, Daniel? Ist das eine japanische 10? Ist das eine 10? Ich hätte gesagt, ich hätte auch gesagt die 10. Es ist nur eine 9,5. Oh, auch aber, wieder daran vorbeigeschlittert, so ne? So knapp. Ey, wunderschön. Ich weiß genau, wer das war sogar. Der war, hat wartet schon sehr, sehr lange auf seine Karte. Jetzt hat er endlich seine gecreatete Karte in der Hand und kann sie dann endlich mit nach Hause nehmen. Das Entei ist aber auch aus Zenith, ja. Super schön. Mhm. So, da waren es nur noch zwei, Nils. Okay. Wir öffnen jetzt die Nummer 4. Hulk, beschütze die Subgrades. Pokémon. Wow. Surface. 100, 96, 94, 100. Okay. Jo, 9,5 bis. Nein. 9 oder 9,5? Ich sag noch 9,5. Ich geb noch 9,5, weil. Vorne ist zu gut. Ja. Es ist nur eine 9! Oh, das Magikarp! Was? Nein! Was, so eine schöne Karte. Superschön, ja. Zeige ich eigentlich auch. So. Weiter geht's. Nochmal Pokémon. Da haben wir. Oha. Oha! Es ist aber kein Black Label. Black Label. Es ist kein Black Label, das würden wir schon sehen. Oh! No! Also 10, aber. Oh mein du Gott! Armer. Du Armer! Oh, du bist so knapp an einem Black Label vorbei. Oh. Wie kann das sein? 197. Das muss doch den Leuten beim Grading auch im Herz wehtun. Ja, ich denke auch, man sitzt dann davor und denkt sich so, Alter, 3 Punkte, nee. Das ist dann so ein einziger, wir haben ja das Video gesehen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut es jetzt. Das ist mehr oder weniger, glaube ich, nur ein einziger Klick auf dieser Karte, wo der Damage ist. Ein einziger Klick und dann passiert sowas. Oh, nee. Aber herzlichen Glückwunsch zur 10. Fast Black Label 10. Holy moly, das ist... Ärgerlich, aber davon auch. Hatten die ja noch gar nicht so viele bei sich, ne? Black Labels gibt es nicht so viele. Ja, stell dir vor, wir schicken, also unsere Community schickt was rein, bumm, direkt. Das wäre super krass, aber leider hat es bei dieser Karte nicht gerade so, so geklappt. Knapp. Das war richtig, richtig close. Nächste Pokémon-Karte. Wir haben Surface 87, 97, 97, 100. Mhm. 90, 95, 97, 94. 9,5. Noch eine, ich würde sagen, das ist eine 9. Ich gehe mit 9. 9,5? 9? Ja, 87. Ja, 9,5. Es ist die 9. Boah, das Mewtwo-Vista auch super schön. Zenit der Könige, Mewtwo-Vista kämpft gegen das Glurak. Cooles Artwork. Eine 9. So, dann haben wir Pokémon Surface 100, 100, 93, 91. Nice. Stabil. Klingt nach 10 würdig. Ja. 95, 95, 10, 88, 95. 95, ja. Nuss! Nein! Oh. Marco, dein Grookey hat nur eine 9, keine 9,5. Hä, ja, es hat perfekte Surface vorne. Ja. Last Pack Magic. Aber es sind Pokémon-Karten. Aber wobei, es müsste noch eine einzige, es müsste noch eine One-Piece, oder? One-Piece-Karte dabei sein. Wo jetzt spontan einfällt. Das hat man nicht gesehen. Mhm, aber man hat es bestimmt gehört. Pokémon. Surface. White Label. 100. 196. 196. Das ist bis jetzt nur 10. Jetzt ist eine 9,5. Jetzt ist es nichts mehr. Jetzt ist es nur noch eine 9. Surface ist so wichtig. Das war, glaube ich, der Junge, der das hier im Laden direkt geöffnet hat. Zum ne? Pre-Release, ne, war es doch. Ja. Aber ey, eine 9.
So, Pokémon again, Surface. Wir haben 198, 98, 97. Das ist eine 10. 10. Oh, Corners Backside. Close 9,5. 9,5, ja. Ja, ja. Oh, New Vista, V-Max. Schade. So, jetzt haben wir diese besagte Leader-Karte. Der Leader-Ace, glaube ich. Surface, Chrome-Label, 100, boah. 100, 100. So, Achtung jetzt. Es ist kein, Black-Label. Ja, also irgendwo hat es wieder reinge... 95, 100, 99, 95. Ist eine 9,5. Ey. So knapp wieder an der, ja, 10 vorbei, ne? Auch so eine schöne Karte. Ja. Boah, schön. Boah. Letzte Karte in unserer... In der Submission für den Monat. Ist das dann August? Ja, sollte August sein. Nee. Juli, oder? Juli. Ja. Ende Juli Submission. So, jetzt Surface. 100, 97, 99, 100. Das ist eine 10. Das ist eine 10. 97, 99, 4, knapp 9,5. Oder hoffst du auf die 10? Komm, Auge war heute gnädig. Alter, Auge war heute gnädig. Es ist eine 9,5 und es ist ein wunderschönes Rayquaza. No! In Summe würde ich trotzdem sagen, waren das wirklich super viele schöne Karten. Und wir hatten in dieser Submission 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Karten. Vielen, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr alle fleißig daran teilgenommen habt. Und wir hoffen, dass ihr auch immer wieder fleißig bei AOG graden lasst bei über uns. Wäre uns eine Ehre. Die 22 Euro. 22 Euro. Falls ihr da Bock drauf habt, kommt vorbei. Oder bei uns im Twitch-Stream könnt ihr natürlich auch jetzt. Jetzt auch ganz neu bei AOG, die graden seit neuestem auch Disney-Lokana-Karten. Mhm. Da werden wir auch schon ein paar losschicken. Und diese Submission machen wir dann Anfang nächster Woche fertig und begibt sich dann auf die Reise zu AOG. Und ja, jetzt am Wochenende noch kurz Zeit, das zu tun. Schickt eure Karten ein, bringt sie vorbei. Und wir wünschen euch viel Spaß mit euren Karten. Ihr dürft sie dann abholen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Danke, Nils. Kein Problem. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.